Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Und ich habe zwischendurch ein bisschen was gemacht und deshalb ist die Bilanz auch wieder höher. Oder besser gesagt, da konnte ich eigentlich nichts dafür. Denn die ganzen Marktrouten vom Weltmarkt sind abgelaufen. Die sind jetzt alle wieder länger. Und irgendwie, wie zum Beispiel bei den Quantencomputern, zahle ich jetzt irgendwie nur noch die Hälfte. Also da hat sich der Preis relativ gut verbessert, sage ich mal. Was auch gar nicht so schlecht ist. Denn jetzt haben wir wieder eine dicke Bilanz und können wieder ein bisschen wirtschaften. Ich habe auch ein bisschen wieder Häuschen gebaut und hier und da mal ein bisschen geschaut, dass wir wieder Eigenproduktion mehr kriegen. Dass wir weniger über die Routen holen. Und ich weiß gar nicht mehr, wann, glaube ich, hier haben wir ein Projekt angefangen in der Tundra und dann, glaube ich, auf dem Mond noch. Da müssen wir, glaube ich, den letzten Schritt noch machen. Das müsste jetzt dann auch normalerweise bald soweit sein. So. Schon zurück von den Firmenbesprechungen? Nicht, dass ich mich beschweren würde. So, da können wir fertig machen. Wir brauchen Iridium. Dann legen wir das Ganze mal trocken. Pumpen da das ganze Wasser raus. Ah, jetzt brauchen wir noch Strom. 250 für 10 Minuten. Die Pumpen tun ihre Arbeit. Jetzt dauert es natürlich 20 Minuten, da wir zu wenig Energie haben. Aber das Problem ist, unsere ganzen Produktionsstätten hier machen ja nichts mehr, aber wir haben eigentlich keine Wahl. Der Windpark, der ist ein bisschen günstiger als sonst. Aber sollte das eigentlich relativ flott gehen. Hier haben wir nochmal einen Windpark, da können wir auch noch ein bisschen. So sollte es ja eh schon reichen. Sektorenbilanz, optimale Eingabe 250. Wunderbar. Dann dauert es auch plus 10 Minuten. Und dann können wir da auch endlich Straßen bauen und kriegen da endlich auch die Bergbauplätze dazu. Das ist ganz gut. Schauen wir gleich mal zum nächsten Sektor. Ich meine, wir waren. Das mit dem Hotel, das hatten wir aber doch. Nee, das hatten wir nicht fertig. Oder hat das nicht gespeichert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, mit den Safari-Buggies, das hatten wir schon. Da fährt unser Dingens. Und wo fährt der hin? Nicht, dass der das jetzt gespeichert hat. Oder nicht gespeichert hat. Weil das wäre. Das wäre jetzt schön blöd. Achtung, Unterversorgung. Ach nee, das sind die Transportbuggies, die mussten wir jetzt mal abschleppen, genau, so war's. Ihre Firmenanteile. Nein. Empfohlen. Genau, wir haben da hinten, glaube ich, Minen oder irgendwas gesucht und jetzt müssen wir da die Buggies holen, aber das sollte kein Problem sein, denn das ist eh der letzte Schritt. Dann sollten wir da auch relativ durch sein. Nee, sollten wir nicht. Wir haben noch zwei weitere Lichtschauser, das heißt. Wir kriegen jetzt diese Lichtschau und dann bekommen wir. Haben wir nochmal zwischen 5 und 8 Schritten, je nachdem. Das läuft so. Einwohner haben wir hier ganz gut. Verjüngungskuren. Da haben wir auf der Erde noch ein paar Ornamente. Observationsdeck, ach, das haben wir hier schon. So, einmal bitte abladen. Dann steht hier noch einer. Genau, das sind diese mit den Quads, mit den eckigen Rädern. Genau, und in der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Krisengebiete gemacht, um Grafen, denn ich habe irgendwas gebaut. Ich glaube, immer Gebäudeerweiterungen oder so. Und dann sind mir immer die Grafen ausgegangen. Deshalb habe ich immer ein bisschen
ein bisschen Krisensektoren gemacht. Da müssen wir da schauen, dass wir das Sektorenprojekt mit dem Graphengenerator demnächst mal in Angriff nehmen. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Ja, der blöden Abstimmung. Ist eh immer das Gleiche, weil jeder immer Lei Sheng nimmt, das mit dem Energie. Also rentiert sich eigentlich nicht. Weltmarkt. Das geht nach oben um 41%. Titanplatten gehen nach oben. Kompensatoren gehen nach oben. Helium geht nach unten. Diamanten geht auch nach unten. Gut, dass wir da nichts verkaufen. Genau, wir verkaufen jetzt wieder Fleisch. Das heißt, ich habe die Fleischproduktion im Walburgbecken, glaube ich, in unserem Startsektor ein bisschen ausgebaut. Da hatten wir schon eine Fleischproduktion. Die habe ich ein bisschen ausgebaut und habe da jetzt auch wieder eine Route zum Weltmarkt eingerichtet, dass wir 5.900 Credits dazu bekommen. Leider ist der Fleischpreis extrem niedrig zurzeit. Deshalb verdienen wir nicht wirklich gut dran. Und unsere Firmenanteile verlieren halt mal wieder an Wert, aber das ist ja nichts Neues. So, dann holen wir mal den letzten Safari-Buggy noch, der hier noch steht. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes. Wahrscheinlich dann brauchen wir erst wieder Rohstoffe, weil es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf und die Missionen ähneln sich dann doch relativ häufig, sag ich mal. Entweder man muss es holen, man muss es bringen oder man muss irgendeine Mission machen oder irgendwas in einem anderen Sektor machen oder irgendwas produzieren. Diese Route ist bald Geschichte. Was wollen Sie deswegen unternehmen? Oh, Schwerkraftkompensatoren, da ist der Preis gestiegen, das heißt, da zahlen wir jetzt dann quasi mehr. Sudele. Das Hotel sieht ja schon ganz gut aus, aber irgendwie noch ein bisschen trostlos hier außenrum. Mit diesem ganzen Staub und alles. Im Netz wird viel über unsere Kriegsausflüge diskutiert. Die Presse nennt sie morbide und unethisch. Eine bessere Werbung gibt es nicht. Planen wir lieber das nächste große Ereignis. Unser Projekt hat eine neue Stufe erreicht. Willst du es sehen? 70 Androiden brauchen wir. Und eine Roboter-Kampfarena. Auch nicht schlecht. Können wir die jetzt eigentlich bauen? Jawohl. Für 500 Credits können wir auf dem Mond jetzt eine Kampfarena bauen. Sehr, sehr gut. Da sind sie jetzt gelb. Drüben waren sie rot. Das gefällt mir. So, Androiden. Jetzt bekommen wir da eine Bungee-Startrampe. Okay. Das heißt, wir fahren mal kurzerhand nach hier. Roger. Denn Androiden werden wir wahrscheinlich hier nicht haben. Aber Androiden wüsste ich, wo wir die herbekommen. Ich brauche das hier und Androiden. Hier haben wir plus 12. Da machen wir doch gleich mal eine neue Route von hier nach da. Das lassen wir mal so bei 12. Kann das jetzt ein bisschen hoch tuckern. Genau, da sind wir auch schon fertig. Bei diesem Flüchtlingsprojekt. Da müssen wir quasi eigentlich nur noch die Lorbeeren ernten. Mehr dafür geben. Wir können jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. 90 Stimulantien. Stimulanzen sind, glaube ich, die Medikamente. Da müsste ich schauen, weil da habe ich relativ selten einen Überschuss. Stimulanzien haben wir hier. Plus 7. Die brauchen wir, glaube ich, auch nur in der Arktis. Wir holen die mal von hier nach da. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da unsere 90 zusammen haben. Aber in der Zwischenzeit könnten wir hierher gehen. Denn da müssten wir auch wieder so weit sein. Beim letzten Iridium-Generator.
Dann fehlen mir nur noch zwei Schritte. Nicht übel. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Na klar, Fusionsenergiezellen. Natürlich das, was wir hier nicht haben. Denn Fusionsenergiezellen bekommen wir nur vom Mond. Das heißt, wir müssen vom Mond irgendwie was runterholen. Mond, Fusionsenergiezellen. Hätten wir da plus 18. Ja, hilft ja nichts. Dann mache ich mal nicht alle. Machen wir 14. Transferroute nimmt Betrieb auf. Dann gehen wir mal hier rein. Da ist nämlich auch. Da kriegen wir eine Route zusätzlich, aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen. Es dauert ein bisschen. Gut gemacht. Wie wär's gleich mit noch einem Job? Baubots. Natürlich, genau das, was wir hier noch nicht produzieren. Koordinaten bestätigt. Aber Baubots brauchen wir hier sowieso. Früher oder später. Das heißt, wo haben wir denn hier ein Bergbauding? Zwei Bergbaudings. Ja. Weil dann im Gange. Klemmen wir quasi mal. Oder haben wir hier haben wir eins? Da haben wir auch eins. Das ist ganz gut. Dann fahren wir mal hier hin. Und schauen wir mal, ob wir eine Baubotfabrik zusammenbringen. Biopolymere haben wir. Wir brauchen einmal Kobalt. Einmal Daten da. Natürlich geht uns jetzt erstmal die Energie aus. Wie soll es doch anders sein? So. Logistik brauchen wir auch. Aber Energie, da können wir Abhilfe schaffen. Ach, da brauchen wir Baubots dazu. Hey, wer hätte es gedacht? So, dann machen wir es halt so. Und dann brauchen wir noch diese Baubotfabrik. Die bauen wir mal irgendwo hin, wo wir Platz haben, dass wir die erweitern können. So. 10 Baubots kriegen wir da dazu. Das heißt, wir müssen quasi noch ein bisschen warten. Dann sollte das funktionieren. Wieder ein Problem gelöst. Schließen Sie den ausstehenden Bau ab. Da können wir reingehen. Denn jetzt müssen wir eigentlich nur noch bestätigen, dass die Trockenlegung durch ist. Dann sollte das funktionieren. So, gehen wir mal rein. Und wunderbar. Und wieder kostet uns Iridium 100, ja, das geht. Weniger Sumpf, mehr Boden. Glückwunsch. Howard wird diese Pumpen nicht mögen, aber was soll er schon tun? Die Tundra zu kolonisieren war schließlich seine Idee. Die anderen Custodians wollen Siedler in meinen Bereich schicken. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich nehme nur Spezialisten auf. Wir brauchen ein Expertenteam, um das Virus zu bekämpfen. Okay, wir brauchen Smart-Drohnen müssen wir produzieren und ein Gemeindezentrum bauen. Hier könnten wir den nächsten Sumpf schon trockenlegen. Dann muss ich da erst eine Straße hinbauen oder wie war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir bauen auf jeden Fall hier mal eine Straße durch. Die brauchen wir dann sowieso. Keine Ahnung. Ach, ich glaube, da muss ich erst den nächsten Missionsschritt machen. Die Drohnen haben wir hier. Da brauchen wir Nanochips und Kobalt. Und für die Nanochips brauchen wir natürlich Wolfram. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Ökologen. Dass wir genügend Einwohner haben. Was haben wir denn hier? Ah, Physikinstitut, okay. Physiker. Die kriegen wir aber, glaube ich, schon aus dem Arktissektor. So, wie sieht es denn mit der Nahrung? Einfach. Oh. Neue Gebäude. Ach, wir haben Konservennahrung. Okay, das passt. Koboldmine. Drohnenstock, das haben wir jetzt alles freigeschaltet. Das ist ganz gut. Das Gemeindezentrum, da brauchen wir 500. Aber wenn wir
wenn wir den Drohnenstock haben, der ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis, genau. Aber hey. Dann sollten wir auch mehr kriegen. So, das Problem ist, wir haben jetzt aber nur einen Bergbauplatz freigeschaltet. Und hier sind dann überall Sümpfe. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ist gut. Ach, den können wir... Ach, drüben brauchen wir Bauwurz. Genau, deshalb ging das nicht. Finden ist nicht leicht. Es wird etwas dauern, bis die Pumpe läuft. Na klar. So. Dann brauchen wir ein... Huch, da brauchen wir relativ viel Logistik. Deshalb platziere ich die mal hier in Hafennähe. So. Haut das hin. Okay. Das sollte passen. Da haben wir eh einen Bonus drauf mit 9%. Gut, Logistik haben wir plus 2, aber das soll... uns im Moment egal sein. Jetzt müssen wir eh warten, weil wir noch eine Kobaltmine brauchen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!